Warum? Darum. Okay. Hallo, ich soll Hallo sagen. Ich wurde dazu verdonnert. Also, hallo. Hallo. Das war wunderschön, das war diese Ansage. Ich bin so motiviert. Ich wurde mitgeschleift. Ich möchte eigentlich gar nicht, aber ich mache trotzdem mit, damit sich die anderen nicht beschweren. Sie halten mich in einem Keller gefangen. Ganz mit genau, einem PC. Ich dachte, ich wollte jetzt eigentlich die Messages so ganz heimlich einfügen. Aber wenn wir es so machen... Ihr wisst schon, normalerweise... Ja, genau. Normalerweise muss man da doch dann so irgendwie Buchstaben highlighten. Dann müssen die Leute sich das zusammensetzen, dass ich ja eigentlich gefangen bin. Genau, in Morsen, verblinzeln. Oh, was ist das denn? Breathtaking seaside vista was not the only thing to give pause to anyone admiring the horizon. Mach das weg. A beast of some terrifying sort had also taken a liking to the missing parchment. Das wird witzig. Du sagst Feder. So, jetzt habe ich Angst. Hab ich die Feder jetzt? Guck mal nochmal runter, hier war eine Feder. Ich weiß nicht, ob ich sie gerade eingesammelt habe. Ist sie weg? Oder war es gar keine Feder, war das Ding hier? Ich weiß es nicht. Sind wir gerade im Boss-Level? In einem Boss-Level gibt es doch keine Federn. Oder Kisten. Ach so, oder selten zumindest. Glaub gar dann habe ich mich wohl falsch besiegt. Der Funkelkrebs! Oh Gott. Ach ja, ich habe schöne Erinnerung. Ach, das ist doch easy. Die Möppchen immer so tut, als wäre das Spiel hier ein reines Kinderspiel und wir würden das... Und da stirbt er fast als erstes. Ich habe mich verzaubert. Ja, der ist voll easy, der ist quasi im Schlaf. Als ich 3 war, habe ich den schon besiegt. Oh Gott. Oh, Chaos, komm mal her. Oh, wir sollten übrigens, glaube ich, tatsächlich mehr an einer... Oh Gott. Okay, jetzt. Okay, wohin sabbert er jetzt? Da. Der hat überall hingesammelt gefühlt. Ich hab das Gefühl. Oh! Ja, das war die. Oh. Oh Gott, ich sterbe. Oh, ich komme da nicht hin. Tötet Funkel, Funky. Tötet Funky. Back into the fight. Danke. Ich möchte aufleben, bitte. Ja, ich muss erst noch kommen. Achso, okay, schon. Yay, danke schön. Oh Gott. Danke. Oh boy. Warte mal. So, dem ist der sabbert, glaube ich, weil wir zu viert sind, mehr als wenn einer alleine ist. Ja, das ist echt gerade extrem. Das ist das Schöne an dem Spiel, die eskaliert. Es wird schwieriger, je mehr Leute spielen zusammen. Na gut, macht ja doch Sinn, ne? Ja und nein, also an der Stelle ist es halt echt fies. Das. Hat es geschafft? Oh, sehr schön. Yay! Beinahe runtergefallen. Was für ein hässliches Müsli. Naja, er war aber sehr bunt und hat bestimmt sehr gefunkelt. war auch ganz schönes Müsli. Ja, ein Müsli schon. Kiste. Ich bin dran. Ich habe letztes Mal keine aufgemacht, also darf ich diesmal. Yay! Ach, da habe ich gar nicht gesehen. Ja. Jetzt als nächstes darf wieder Möppchen erfahren. Ach so, echt? Ja. Nee, ich meutere, ich möchte nicht. Ja, es ist ja schon traurig. Wie kann denn Moki der Pechvogel sein, wenn ich gestorben bin? Oh, ihr dürft aussuchen, jetzt bin ich gespannt. Also ich nehme den kleinen Lebenskreis dazu. Large Life Circle. Also da wir ja alle zu viert weiterspielen, wäre meine große Empfehlung, nicht sowas zu nehmen wie Lenfi das eine, was auf andere überspringt. Ah, du bist ja, Blitz kann ich nicht empfehlen. Ja, das ist, glaube ich, mehr tödlich für uns als für die Gegner. Als zumindest in manchen Umgebungen. Ich kann einen größeren Life Circle machen oder Feuersteine schmeißen. Oder eine Eisnova machen. Feuersteine wahrscheinlich, weil Eisnova ist auch ungünstig. Einen kann ich ja schon machen. Jetzt habe ich Feuersteine. Das sieht doch sinnvoller aus als dieses mit dem Eiskreis, weil ich glaube, damit erwischt man auch mehr andere. Mhm. Also diese Eisbombe, die ich habe, die ist sehr praktisch für später, für diese großen Gegner, die noch kommen. Oh ja. Mhm. Aber bei dem Kreis muss der in der Mitte stehen und ich glaube, da würden wir uns auch eher gegenseitig einfrieren. Oh, ich darf ja auch. Oh, Hilfe, Entschuldigung. Ja, ich darf auch.
das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich dachte. Okay, Eis. Tja, nochmal Eis oder Feuer oder noch ein kleiner. Ich halte auf, lasse ich mich mal ganz auf Land 4. Ich bleib mal die Eisexpertin. Ja, hast was gefunden? Schön. Hast du dich gerade beschwert? Nein. I was sure the whole academy would collapse when the library wall exploded. Well, to be honest, it's not the first time something's exploded at the academy. Just a while ago, some dead warlock punched a hole through the vault of the artifacts. Ow! Oh, wer blitzt denn schon wieder? Entschuldigung. Steht doch nicht so eng neben dem Gegner. Ich bin halt hier, haut drauf. Immer feste. Die Harmonie bei uns ist übrigens wunderbar. Ich glaube, wir haben jeden Bürgerkriegs... das sind aber viele Eisgegner. Ah, so funktioniert das. Okay, nee, ich kann es nicht steuern. Das ist mir aber zu ungenau. Übrigens, wenn da irgendwo Fässer stehen, dann entweder am besten kaputt machen, wenn gerade keiner von uns in der Nähe ist. Oder wenn nur Gegner in der Nähe sind. Denn die gegnerischen Angriffe können die, glaube ich, auch kaputt machen. Und das kann furchtbar enden. Achso, das bin ich. Oh, sorry. Schon okay, bin selber reingesprungen. Hier möchte jemand das da mitnehmen. Meins. Portet sich hin wie so meins, Geier. Geier 4. Aber ich kann nicht verstehen. Vorsicht. Hui. Warum nimmt Möppchen eigentlich so unglaublich viel Schaden von diesen Eisdingern? Ja, ist echt schade. Ja. Das ist wirklich nicht schön, das. Darf ich kurz mal in einem ruhigen Moment etwas aus. Kiste. Möppchen ist dran. Kiste. Dann nimm du Möppchen, wenn du schon da stehst. Darf ich gleich etwas ganz, ganz kurzes ausprobieren? Ja, wenn okay. Wenn wir da stehen. Stell dich bitte einfach mal vorne hin. Ich will mal wissen, ob ich mir das einbilde, dass Möppchen wirklich am meisten Schaden von diesen Eisbomben nimmt. Ah, okay. Weil irgendwie kommt mir das zu viel vor. Wenn ihr euch einfach mal auf den Haufen stellt, umbringen dürft es euch eigentlich nicht. Alle gleich, wa? Ja, alle gleich. Ah, dann lag es vermutlich daran, dass er den Hauptschaden davon abbekommen hat. Okay. Weil ich habe mich schon gefragt, weil du hast, glaube ich, mehr Eis, weil du hast auch einen Feuerzauber. Und ich habe mich gerade gefragt, weißt du, ob ich dann praktisch mehr Schaden durch deinen Feuerzauber nehmen würde, weil ich mehr Eiszauber habe. Aber ich bin beruhigt, dass das nicht so ist. Ganz, ganz ehrlich, sehr beruhigt. Aber eben 200 war schon krass. Hm? Du läufst immer. Vorsicht! Warum tust du das? Was bitte? Wer läuft das? Ich will doch nur mit dir zusammenzuarbeiten. Ich versuch doch nur mit dir zusammenzuarbeiten. Chaos. Ja. Aber ehrlich mit uns. Vorsicht, nicht zu nah ran, wenn du es kaputt machst, Lynn. Ja, das sind diese Fässer, wenn die explodieren, das ist. Stimmt, die können auch die Gegner hochjagen, das ist ganz gemein. Ja, aber die können auch von den Gegnern vor allem hochgejagt werden und das kann dann echt, echt fies enden. Sack. Vogel. Vorsicht, du heilst übrigens teilweise die Gegner mit deinem. Echt? Oh, ja. Ich wusste gar nicht, dass es geht. Ja. Okay. Habe ich das schon? Ist das ganz praktisch bei den untoten Viechern. Ja, aber nicht bei den gegen Eis anfällig. Sadly, there was no time to explore the ancient snake temple, for there were missing parchments to be found. Ja, mach auf. Warum? Mann, ich will mal was finden, was Cooles. Oh, nein. Ich habe meine Hörnchen aufgesetzt. Bin ich ein hübsches Hörnchen? Nein. Ey! Das ist wirklich hübsch. Yay, Stufe 15.
Es speichert, das ist nie ein gutes Zeichen. Mhm. Achtung, 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 Dinger. Fass. Soll ich? Oh, nein. Ich wollte eigentlich an dir vorbei das Fass treffen. Wo ich gerade stehe. Ja, damit. Ja. Oh. Wir sind tot. Oh no. Haben wir das geschafft? Keine Ahnung, wir waren auf einmal tot. Gegner erschlagen, okay. Oh, wir sind. I return to you. Oh Gott, sind die fies. Oh Gott, sind die fies. Oh, wo bin ich hin? Wow, das ist ja echt krass gerade. Ich bin tot. Das ist, glaube ich, teilweise, wenn du zu weit... Oh Gott. Okay, die haben teilweise ein Feuerschild. Und Eis. Oh Gott, die haben halt alles zwischendurch. Wo ist Chaos? Ach da. Ich lieg da so rum. Erstmal den Großen vielleicht weg. Der nervt, glaube ich, ziemlich. Ihr macht das! Woo! Yay! Bist du da? Wo bist du? Lieg da drum rum. Wo? Ach da, warte. Juhu! Hoppala! Ihr kriegt das hin. Ich glaube an euch. Ganz arg. Dankeschön! Aua! Ich wurde gebritzelblitzt von dem Gegner, das ist nicht schön. Schon wieder. Entschuldigung. Ach, hey. Oh, ich guck gerade die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob Mofi oder Lenfi an und wundere mich, warum ich mich nicht bewege, wenn ich laufe. Puh. Mist, das war einfach. Hoi. Das war krass. Die hatten, glaube ich, drei verschiedene Schilde. Oder zumindest zwei verschiedene. Also, manche hatten Feuer, manche hatten Eisschilde. Ich mag die Bomben, die man werfen kann. Wäre ein großer Fan. Ich finde das übrigens total schön, dass wir durchs Wasser laufen. Hm. Ah, nicht ganz so tief im Wasser laufen. Sonst macht es blub weg da. Ja, das wäre nicht so gut. Da, Fisch! Seht ihr den? Nein. Doch, da. Jetzt sehe ich. Das also, da schon. Warte, ich will gucken, ob der auf der anderen Seite wieder rauskommt. Bitte schwimm wieder raus. Bitte schwimm wieder raus. Ich will den Fisch. Da kommt er wieder. Da kommt. Oh, da. Oh Gott, ist der. Hey, das ist aber ein großer. Oh, ich liebe diese Spiele. Ich mag Frozen Byte so sehr und ihre schönen Welten, die sie erschaffen. Das haben sie bei Trine schon so schön hinbekommen. Oh. Yay. Yeah. Klatsch. Wir haben bestimmt eine Feder übersehen. Bestimmt. Bestimmt einige. Und einiges. Oh Gott. Fässer. Ich bin der Fässer kaputt machen. Dass ja jeder Zauber seine eigene Mana-Leiste hat. Ja. Das haben wir schön gemacht, wenn ich uns nochmal loben darf. Glückwunsch zu Level 10. Danke. Oh, da war eine Feder. Ja. Das ist auch noch alle 5 von 5 steht. Kiste. Ja, Erfahrung. Das Diadem der Gelassenheit. Klingt gut. Klar, also wir kriegen Erfahrung, Möppchen eine Krone. Ein bisschen Gerechtigkeit muss es ja auch geben. Das Kerl, weißt du? Ich hab nur 23.000 Schaden gemacht. Warum bin ich der Pechvogel?
Mensch, habe ich viel geheilt. Krass. Hast du viele Gegner besiegt? Nicht schlecht. Schnell weg. Ich weiß gar nicht, ich habe ein bisschen... Oh, alle Truhen. Mensch. Ich habe manchmal so ein bisschen Angst, irgendwas anzugreifen, weil ich euch nicht treffen will. Einfach drauf. Genau, Augen zu und durch. Nein. The sunny day on the beach dragged on hot and long, with yet no new parchment in sight. Oh, übrigens ein Feder. Oh, hier könnten deine Lebenszauber sehr hilfreich sein gegen die Gegner. Oh ja. Oh, ist das hier tot? Mhm. Ja. Also haben Todesmagie. Das heißt, theoretisch müsste den... Oh, oh, oh. Vorsicht. Nicht das da reinlaufen, wenn ich gerade aus... Du wäre wie... Ja. Und dieser blöde Zauber geht. Richtig löschen. Ja, ich kann den löschen gar nicht so schnell hinterher. Oh, die Papageien sind so süß. okay. Oh, da sind die Gegner dabei. Oh. Was? Okay. Nicht sterben. Ich wollte den Gegner einfrieren, nicht dich. Ich muss sagen, der Feuerstein war keine gute Idee. Nicht? Wieso nicht? Nee, mit dem komme ich nicht zurück. Der fliegt immer. Ach so, Entschuldigung. Ich hab mal wieder irgendeinen Charakter angeguckt und dachte, so steht das nicht. Creepy wood ornaments and creaky sounds. Das Einfrieren ist super praktisch. Oh, ich brenne schon wieder. Warum brennst du denn hier? Ja, dein Stein ist, glaube ich, echt nicht gut. Nee, ist er auch nicht. Sag ich ja. Gut. Oh gut. Ich auch gleich. Nee, bitte nicht den Gegner heilen. Ja, ich dachte, er ist untot. Dachte, ich kann den Schaden machen. Hat er hier immer gerade drauf geachtet? Kiste! Ich hol ihn wieder. Mäppchen! They found something interesting in the wilderness. Stimme 14! Ich hab gesagt, das ist schade. Zündige Dinge, ja. Kiste! Ich möchte bitte die nächste Kiste aufmachen dürfen. Wah! Bisschen eng hier. Oh Gott, das ist furchtbar. Das ist viel. Sind die jetzt untot oder nicht? Ja. Oh Gott, ich sterbe. Ich bin tot. Ich bin tot. Das war zu viel. Hä? Wenn sie jetzt da cool. hinterher geportet werden, weißt du? Okay, das ist strange. Nicht von mir weg, ich hätte dich doch heilen können. Dankeschön. I return to you. Nein, das ist falsch nicht. Oh, meine Kiste. Yay! Experience. Ich habe vorher so eine Leuchte bekommen. Wenn ich sie ein Möppchen schicke, könnten wir nächstes Mal, wenn wir aufnehmen, tatsächlich alle mit Leuchte auf dem Kopf rumlaufen. Weil wir solche Leuchten sind. Oh.
Der war echt... schlecht, ich weiß. Deswegen habe ich ihn gebracht. Wie sage ich immer so schön, muss auch schlechte Witze machen, sonst werden sie ja noch schlechter. Wenn man zu lange wartet, weißt du? Ich weiß aber nicht. Wir haben ihn fast. Wie viel fehlt noch? Yay! Juhu! Fühlt sich immer wieder gut an, so einen Kampf überlebt zu haben. Und das nicht allein an den Gegnern. Also ich hab echt Angst, was bei späteren Leveln wird. Das ist. Ich hab's ja alleine schon mal durch. Und ich kann sagen, also es ist nicht immer schön alleine. Weil wenn man stirbt zweimal, dann ist halt vorbei. Dann landest du an irgendeinem Checkpoint und musst teilweise Kämpfe wiederholen. Aber manche sind so ätzend gewesen, dass ich da glaube ich... Hey, heilen doch nicht. Entschuldigung, ich wollte nicht heilen. Nein, wir verbündet sich mit den Gegnern. Er sah so nicht aus. Er wollte uns nichts tun. Ja, hatte große Glubschaugen und hat mich angeguckt, traurig. Mama, doch nicht. Nein. Und dann öffnete er das Mäulchen und begann zu sprechen. Mama. Darf ich Mama zu dir sagen? Nee. Ich kann das nicht, wo singt. Feder, Feder. Plätscher, Plätscher, Feder. Oh Gott. Alfred Jodokus Quack. Oh Gott, was ist denn hier schon? Oh, oh Gott! Ich verliere teilweise so. Wo bin ich überhaupt? Wo bin ich? Oh, jetzt. Ach, da hinten bin ich. Okay, ich weiß, wo ich war. Hilfe! Ich bin tot. Ich bin tot. Super, ich bin von der Klippe gefallen. Ich sehe mich nicht mehr. Ich bin tot. Ich wusste nicht mal mehr, wo ich bin. Löppchen! Du schaffst das! Go, go, go! Oh Gott, dieser kleine Fitze. Das ist Mühe Leben, was er noch hat, weißt du? Das reicht locker. Easy. Kannst du es auch wiederbeleben, das ist dir klar. Ach so. Ja, das ist bei mir fehlt nur noch ein kleiner Knubbel. Dankeschön. Ich weiß jetzt nicht, wo euer Problem war. Irgendwie kann er das mit der Teamarbeit echt nicht so richtig, oder? Wenn alle aus dem Weg geräumt sind, also alle seine Mitspieler, dann kann er arbeiten. Dann glänze ich. Oh. Nee, gut, hab ich denn geschafft? Ups, Anna. Mal bitte runter, Lenfi. Achso. Ich musste kurz gucken. Ist da nicht eine Feder? Sieht so aus, als würde es hier hinten nochmal ein Stück hier reingucken. Oh, schade. Ich hoffe, wenn man solche Ecken sind, dass man... Ich wollte mal gucken. I live again. Dankeschön. Nicht so tief in den Abgrund gucken. Ja, ich dachte, vielleicht ist da ja was. Die Kiste, das sind Bäder. Das sind Kinder, die dann irgendwo runterfallen. Auch mal, ich wollte mal gucken. Gut, geht's zum Folgenende. Haben wir es hier erreicht? Echt jetzt schon? Ja. 24 Minuten. Ja. Minus. Na gut. The worst. Teamarbeit, Bürgerkrieg, ne? Das ist doch super. Na gut. Dann jetzt erstmal eine Verabschiedung, oder wie? Ja. Ja. So, tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss aus dem Keller. Da muss er dabei bleiben. Schön war. Ja, immer freundlich begrüßen, unfreundlich verabschieden. Okay, Moment. Auf Wiedersehen. Das war bei dir unfreundlich? Ciao. Tschüssi. Tschüss, bis dann.